Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon! Oh, entschuldigt. Wir wollen jetzt gleich sofort weiter und alles, was mein Pokémon von sich gibt, ist Brüller. Niemand wagt sich nah heran, seufzt. Wenn du magst, dann nimm mir diese Brüder, dieses TM ab. So, jetzt haben wir Brüller erhalten. Ich dachte, das wäre ein Pokémon-Kampf, deswegen bin ich hier vorhin gar nicht mehr lang gegangen. Also in der letzten Aufnahme für euch. Ja, hier unten wartet aber der erste Kampf erst auf uns, nicht wahr? Genau. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen. Wenn mich jemand herausfordern will, ich bin bereit. Auch wenn ich angle. Schmerbe. Die liebe Schmerbe. Was sind wir mit Absorber? Natürlich, glaube ich, an der richtigen Adresse, oder? Es ist Wasser und... Oh, jetzt sind wir weg. Oh, Mirapla. Oh nein. Super gemacht, Mirapla. Gerade so durchgehalten. Cool, aber ich glaube nicht, dass es noch eins überlebt. Wir probieren es. Oh, Aquaknarre. Ich bin überrascht. Na ja, gut. Sind wir fast wieder voll. Oder? Müssten fast wieder voll sein jetzt. Naja, gut, nicht ganz. Aber über die Hälfte sind wir. 193. Spieler sieht Angler Amadeus. Ich liebe Kämpfen, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Oh, das tut mir ein bisschen leid schon fast. Interessiert mich gerade. Wir können doch hier auch angeln, oder? Ja, genau, was nur. Angeln. Ich weiß nicht, wo Select ist. Immer noch nicht. Also ich müsste da definitiv mal nach der Aufnahme mal gucken. Was ist ein Pokémon am Haken? Bestimmt ein Karpador. Es ist irgendwie immer Karpador mit der Angel. Karpador haben wir aber schon. Aber es ist gut, um Mirapla wieder aufzufüllen an KP. So. Mirapla hält 28. So, gut. Machen wir hier weiter. Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Also, dann zeig mal deine Pokémon. Ja, beim Pokémon-Kampf habe ich aber hier die Chance. Die Hosen an, sagt man dazu, glaube ich, oder? Also, ich übernehme die Führung. Und mir ziepst schon wieder das Haar in den Kopfhörern. Aua. War gerade schon bei der Deponia-Aufnahme, so wie ich ja schon erzählt hatte. Anselm. Also bisher nur Angler mit A-Namen. Ah, Moment. Jetzt merke ich gerade, wo es sich verheddert hat in den Haaren. Eine Sekunde. So, Ohrpiercing sind manchmal doof, wenn die Haare frisch gewaschen sind. Absorber. Ja. Juhu, jetzt sind wir wieder voll. Dünnum, Superschall. So. Ja, eigentlich habe ich in der letzten Folge schon alles erzählt. Also die Folge wird wieder ein bisschen ruhiger. Bis mir wieder ein neues, schönes Thema einfällt. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gerade keins. Ich will einfach gerade nur durchrennen am liebsten durch Pokémon. Einfach es vorantreiben, weil ich so neugierig auf meine nächsten Projekte bin für dieses Jahr. Habe ich jetzt übrigens in der Pause auch bei Insta. Also, wenn ihr mal gucken wollt, wann ich aufnehme. Ich habe jetzt zwischen der letzten und dieser Folge auf Instagram und auf Facebook eine Collage gepostet mit den diesjährigen Projekten. Also die ab jetzt noch geplant sind oder beziehungsweise gerade laufen. Also guckt mal, dann wisst ihr, wann ich aufgenommen habe. Sehr amüsant, ob das irgendjemand kommentieren wird dann. Oh, guck mal, dann und dann ist es erschienen. Bezweifle ich. Nö, wir wechseln nicht. Wir müssen ja Mirapla trainieren. Da wir gegen Wasser-Pokémon kämpfen, ist eigentlich das beste Training. Bis Absorber aufgebraucht ist. Wie viel haben wir davon noch? 13. Naja, gut. Ein paar Pokis kriegen wir noch. Ein oder zwei. Nassmacher! Total uneffektiv! Also wenn du ein Pflanzen-Pokémon hast und vorher Nassmacher mit zum Beispiel Goldini einsetzt, bist du gut dran. Das ist genau wie mit Lehmschelle. Bei den Elektrotypen. Nein, wir wechseln nicht das Pokémon.
Wie gesagt, guckt ab und an vielleicht auch, wenn euch interessiert, also wenn wir längeren Pausen sind, zum Beispiel bei meinen Videos hier, dann könnt ihr einfach auf Facebook oder auch Instagram gucken, was ich halt so treibe, warum nichts kommt. Meistens liegt es dann A, halt entweder daran, dass ich Aufträge habe für meine Künstlerseite und diese zuerst halt an erster Stelle stehen. B, irgendwas mit meinem Kind wieder ist. C, meine Arbeit mich vollkommen stresst. D, dass einfach generell das RL im Moment zu vollgepackt ist mit Terminen und allem. Oder D, ich einfach mal alle fünf gerade sein lassen möchte, was ich aber bisher eigentlich bloß einmal hatte. Da war eine Pause von 2 Wochen, glaube ich. Das war, glaube ich, das allererste Mal, wo es passiert ist. Da habe ich echt hardcore keine Laune gehabt. Und Mirapla ist weg, weil ich nicht aufgepasst habe. So ein Mist. Naja, komm, Schwalbini. Mist, Mirapla hat so gut trainiert bis jetzt. Naja, gut, man kann ja nicht alles haben. Da hat sie nicht aufgepasst, die kleine Mai. Na gut, nee, das war, wie gesagt, glaube ich, einmal das erste Mal, wo es dann wirklich unregelmäßig kam, beziehungsweise 2 Wochen oder so gar nichts. Ich hatte zu der Zeit wirklich gar keine Lust, weil das mein RL halt mich total gestresst hat. Und gleichzeitig aber ich auch gerade mit dem Gewerbe am Durchstarten war, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also gerade noch am Anfang lag und meine halbe Energie, also fast meine gesamte Energie da reingesteckt habe. Let's Plays nehme ich ja schon ein bisschen länger auf, als dass ich mein Gewerbe betreibe. So, Spieler besiegt Angler Anselm. Wären wir angeln, hätte ich gewonnen. Ja, hätte ich aufgepasst und würde ich nicht so... Hey, Schwabi, entwickelte... Hatte ich das nicht als letzte Folge gesagt? Supi, haben wir drin. Nein, aber hätte ich aufgepasst, wäre mein Miraplan nicht weg. Mist. Also ich muss ein bisschen aufpassen, während ich quassel. Glückwunsch, dein Schwalbini wurde zu Schwalboss. Mir ist übrigens aufgefallen, dass diverse Pokédex-Einträge fehlen. Ich werde da bei der Weiterentwicklung Magnaen, Geradax, jetzt halt... Oh, falsches. Ich wollte doch eigentlich da gar nicht rein. Jetzt auch Schwalboss. Ich glaube auch Kirlia fehlen uns an Pokédex-Eintragen zum Lesen. Ich glaube auch Jungblut habe ich noch gar nicht vorgelesen. Also ich werde da mal kurz durchgucken und das mal schnell nachholen. Kann natürlich jetzt 3, 4, 5, 6, im schlimmsten Fall 7 Minuten kosten. Aber ich habe das eigentlich vorgehabt. So, Flemli hatten wir. Jungglut. Jungglut, ein Kleinhahn. 0,9 Meter, 19,5 Kilogramm. Jungglut stößt im Kampf glühend heiße Flammen aus. Aus seinem Schnabel aus. Und setzt extrem vernichtende Tritte ein. Das Geschrei dieses Pokémon ist sehr laut und verwirrend. So, hierfür haben wir ja keine Magnaen. Magnaen, Biss, 1 Meter und 37 Kilogramm. Magnaen zieht in Gruppen durch die Wildnis. Durch seine Erfahrungen in der Wildnis hört es nur auf Trainer, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Uns zum Beispiel. So, Geradax. Geradax, ein Sprinter, 0,5 Meter, 32,5 Kilogramm. Auf der Jagd rennt Geradax so schnell es kann, schnurstracks hinter seiner Beute her. Es erreicht zwar über 100 km/h, muss aber erst aus vollem Lauf zum Stehen kommen, bevor es die Richtung wechseln kann. Oh. Geradax war jetzt... Was? Achso. Okay. Das hatten wir, das weiß ich noch. Lombrero hatten wir, glaube ich... Nein, Lombrero, Frohmut. 1,2 Meter, 32,5 Kilogramm. Lombreros Körper ist mit einem glitschigen Film bedeckt. Es fühlt sich widerlich an, wenn einen dieses Pokémon mit seinen Händen berührt. Lombrero wird häufig für ein Kind gehalten. So, hier gibt es noch eine Weiterentwicklung. Samuzel Schwalboss. Schwalboss, Schwalbe, 0,7 Meter, 19,8 Kilogramm. Schwalboss ist sehr gewissenhaft bei der Pflege seiner glänzenden Flügel. Wenn zwei Schwalboss zusammen sind, putzen sie sich ihre Flügel gegenseitig. Und wie soll man auf 0,7 Metern sitzen und Fliegen einsetzen? Trassler und Kirlia. Kirlia, Emotion, 0,8 Meter, 20,2 Kilogramm. Kirlia benutzt die Hörner an seinen Köpfen dazu, seine psychokinetische Energie zu verstärken. Wenn dieses Pokémon seine spezielle Kraft einsetzt, wird die Luft verformt und ein Trugbild seiner Landschaft erzeugt. So, ich glaube, mehr hatten wir nicht. Alle anderen, die wir gefangen haben, habe ich ja auch schon vorgelesen. Also es sind immer nur die Entwicklungen, wo ich ein bisschen hinterherhänge, wo ich aber mir auch auf jeden Fall Mühe geben werde. So, geboren Darm.
Das ist nämlich dort und da will ich auf jeden Fall nochmal hin, mir einen Inekot holen. Alle anderen habe ich vorgelesen, genau. Mir fehlt nichts ansonsten. Genau, hier fehlt nichts. Quartel, Schleimer, Smorgon, Sandan, Pandia, Panzer, Aeron. Okay, sieht gut aus. Okay, alles andere hatten wir ja jetzt, wie ich schon festgestellt. Ein Hyperball, gut. So, dann flitzen wir mal schnell wieder weiter. Mirapla ist ja wieder mit vom Start. So, nach dem Essen muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. So, Picknickerin Nancy. Meryl. Wenn ihr euch gerade fragt, warum sie jetzt hat sie schon wieder geschwiegen und nichts getan. Mit die Nase gekrabbelt und ich hab mir das Niesen verkneifen. Das ist alles gewesen. Weil ich hatte ja jetzt, glaube ich, schon in der letzten Folge, oder war es in dieser? Ach nein, in dieser hatte ich gerade schon am Anfang gesagt, dass ich mir die Haare frisch gewaschen habe. Und die kitzeln auch so schrecklich in der Nase. Oh. Obwohl sie schon hinter den Kopfhörern liegen, ist es ganz schrecklich. Also frisch gewaschene Haare sind Horror. Und gerade wenn man einen Heuschnupfen hat und man auch gerade in der Aufnahmepause gerade eine Heuschnupfen-Tablette eingeschmissen hat, hat man besonders große Probleme. Ist übrigens, also ich schieb's übrigens auch auf den Heuschnupfen, dass ich keinen grünen Daumen habe. Also Pflanzen bei mir, nein. Mein Bonsai, beim Bonsai hat in den 26, in den 8 Jahren, die er bei mir lebt, ist er ein Überlebenskünstler geworden. Also so oft, wie der schon komplett ausgetrocknet war und trotzdem wieder kräftig wurde, Respekt. Also ich glaube, ich habe den schon dreimal wirklich mit verschrumpelten Stamm und allem erlebt. Es ist nur so ein kleiner, also der ist nicht sehr groß, der ist handflächengroß, wenn du jetzt wirklich daneben hältst. Und die gesamte Handfläche. Das ist wirklich nicht viel. Aber alter Schwede, der hat sich immer wieder erholt. Also ich bin sehr stolz auf meinen Bonsai. Ist mein Kampfbonsai. Ich habe ihn bisher aber auch bloß zweimal in diesen 8 Jahren umtopfen müssen, weil er durch dieses eigentlich erneuernde fast kurz vorm Sterben und wieder dann genesen nicht wirklich großartig gewachsen ist. Also von dem, wie ich ihn damals geschenkt gekriegt habe, von meiner Praktikumsleiterin bis jetzt, ist er, glaube ich, bloß 10 cm gewachsen. Nicht mal. Es waren höchstens 5. Ich glaube, höchstens 5 ist er gewachsen. 10 ist jetzt übertrieben. Also ein paar Äste sind immer dazugekommen, aber ja, Respekt an Bonsais. So eine Gezüchte, so eine Bonsai. Manche Bonsais sind echt Überlebenskünstler. Andere wieder, wo ich mir sage, oh Gott, die sind so empfindlich, die gehen doch kaputt, sobald du sie nur anguckst. Mein hat Beleber gefunden. Gut, auf gut Glück probiert, es hat funktioniert. Ihr seht, ich brauche keinen Scanner. Der Scanner ist bei mir eigentlich nur füllendes Inventar. Ein Vipitas! Übrigens, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Schlangen-Pokémon, aber Vipitas mag ich. Ich weiß selber nicht warum, aber Vipitas ist einfach auch vom gesamten Design sehr putzig gelungen. Wollen wir uns übrigens versuchen zu fangen, sage ich gleich direkt. Bam, 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 bam. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, als wir vorhin im Pokédex waren, wie viele ich jetzt schon besitze und wie viele ich gesehen habe. Aber ich habe eindeutig gesehen, dass es nicht weit genug ausgeglichen ist. So, deswegen versuchen wir jetzt ein paar Pokémon mehr zu fangen. Deswegen werde ich auch definitiv nochmal zurückgehen und mir einen Ineko versuchen zu fangen. Ist an sich ja auch nicht so weit. Wir werden aber erstmal den Berg hier oben jetzt fertig machen. Oh, bam! Vipitas wurde gefangen. Für Vipitas so ein Eintrag. Vipitas, Reißzahn, Größe 2,7 Meter, 52,5 Kilogramm. Alter Schwede, ist das eine schwere Schlange. Vipitas kann mit seinem Schweif Feinden einen Hieb versetzen und sie mit einem abgesonderten Gift bespritzen. Dieses Pokémon wird in der langwährenden Blutsfehde mit Sengo nicht nachgeben. Ja, Vipitas und Sengo. Hat man einfach so eine Fehde angedichtet, den beiden Pokémon, was ich echt süß finde. Wenn man überlegt, was die
Grund-Pokémon, also die Grundtiere, also die Vorbilder der Pokémon waren, ist es verständlich. Oh mei, entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch dies hier. Lotrotzelpuppe erhalten. Juhu. Wurde auf den PC übertragen. Ich bin übrigens gerade sehr versucht, einfach mal zurückzurennen. Ich sammle Bären, damit ich einen Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Wenn du magst, gebe ich dir eine ab. Himbeere erhalten. Supi. Hat ja auch viel Glück. So, das noch. Wer hat dir das alles über Pokémon beigebracht? Ich mir selber. Das gebe ich ganz stolz zu. Eine Herausforderung von Senior und Junior, Tyra und Eevee. Was war das? Georg und was? Ach, Roselia. Georg habe ich noch gelesen, aber Roselia habe ich überlesen. Gut, da habe ich jetzt nicht die beste Auswahl an Pokémon gerade dabei. Aber ich glaube, so viel besser wird es jetzt auch nicht. Ich mag Nain maximal noch gegen Jungglut austauschen. So, was wir übrigens auch machen werden. Wobei, kann Geradax? Nee, Geradax kann noch kein Surfer. Kann nur Zerschneider bisher, glaube ich. Ah, ja. Bam, bam, bam. So, Absorber. Georock ist das stärkere der beiden. Interessant. Aber ist fast weg. Na toll. Supi. Walzer. Gegen Mirapla. So, bleib mal dabei. Und Blut setzen wir mal da drauf ein. Dann müsste es eigentlich klappen. Echt jetzt? Ach, Gottchen. Na, wenigstens ist Georock weg. Er kann also mit seinem Walzer keinen Schaden mehr machen. Wobei das irrelevant gewesen wäre, nicht wahr? So. Schnabel sollte eigentlich ausreichen bei der Levelunterschied. Das ist bei dem Levelunterschied. Das ist sehr effektiv. Juhu. Junge, 205 Spieler besiegt. Gut, haben wir 3 mit mehr Erfahrungspunkten jetzt. Und ich mache das ganz kurz. Ich gehe. Ja, ihr seht jetzt mal, wie ich zurücklaufe. Ich gehe mir jetzt nämlich voll. Ich gehe jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt. Ein Inigo fangen gehen. B. Wir werden kurz nach Hause gehen und wenn wir das Eneko haben, werden wir ihm Geheimpower beibringen und eine Geheimbasis eröffnen. So rum wollte ich das sagen. Ich habe das gerade mit der zweiten Generation verwechselt und wollte sagen, wir gehen nach Hause und unser Zimmer dekorieren. Aber ich glaube, das können wir auch dekorieren. Ich glaube, das können wir auch ein paar Puppen abstellen, aber nur Puppen. War das in dieser Generation? Ich glaube ja, oder? Och, ich bin so überfordert. Es gibt zu viele Generationen mittlerweile von Pokémon. Aber ja, ihr werdet mich jetzt kurz nochmal weglaufen sehen. Weil ich muss dazu sagen, ich verfolge auch im Moment durch den Zeitmangel nicht regelmäßig, was meine Kollegen gezeigt haben in dem Gegenstück Let's Play. Also Rose und Lufia, habe ich nicht geguckt bisher. Immer mal so dort eine halbe Folge und mal dort so eine halbe Folge und mal dort die Folge zu Ende geguckt und dann dort die Folge zu Ende geguckt. Und dann dachte ich mir, nee, stopp. Du willst zwar wissen, wie jeder war, aber dann guckst du lieber erst den einen zu Ende und dann den anderen. Und so kam es, dass ich maximal halt dort eine halbe Stunde gucke in meiner Freizeit, dann die nächste halbe Stunde und dann die nächste halbe Stunde. Ich gucke so 3-4 Folgen bei Lufia und dann 3-4 Folgen halt bei Rose. Ist nicht das Beste. Aber so bleibe ich bei beiden relativ auf dem gleichen Maß. Bin aber bei beiden noch nicht so weit aufgrund, wie gesagt, des Zeitmangels. Leider. Ich wäre gerne weiter, ehrlich gesagt. Dann wüsste ich, was ich euch noch zeigen müsste. Und damit ihr halt das auch gesehen habt. Und was halt nicht. Wobei, ich würde Pokémon auch gerne einfach mal so spielen. Nicht so als Gegenstück Let's Play, sondern einfach so. Aber das wird bestimmt auch noch. Ist ja nicht aus der Welt, das Spiel. Ich kann es ja nochmal spielen. Dann werde ich aber vermutlich weniger reden oder mir die Themen vorlegen, jede Folge. Und damit ihr es auch gleich wisst,
Ich werde in der nächsten und vielleicht auch in der übernächsten Folge nur Eneko jagen gehen. Also ich werde jetzt wirklich so lange Eneko hinterher jagen, wie ich brauche dafür. Ich werde eventuell auch nochmal nach Plusle gucken oder Minun, welches der beiden es auch bei mir gab. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, ob es beide gab oder nur eins. Wenn ich an die erste Generation denke, ich war froh, dass ich Rot hatte, weil ich einen Fukano hatte. In der blauen gab es nur Vulpix. War echt gemein. Als Kind fand ich Vulpix irgendwie süß, aber Akani war schon immer mein... Also Fukano hauptsächlich war schon immer mein Liebling. Später halt dann auch Akani mit der Entwicklung. Also, ich lasse mir da nichts nachsagen. Ich bin da eher so der Hundetyp, wenn man auch so auf Hundemund guckt. Ich werde auch die Folge jetzt ein bisschen länger machen, weil ich ja, wie gesagt, jetzt zurückrenne. Und ihr nach vorne hin nicht so viel gesehen habt. Und ich werde auch die darauffolgende Folge ein bisschen länger machen. Also erwartet nicht unbedingt vom Titel her jetzt irgendwas Besonderes, bitte. Falls ihr halt jetzt die Folge noch guckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es halt nennen werde, einfach nur Eneko jagen. Kein Plan. Oder ob ich halt dazu schreibe in Klammern, das ist halt, also in Klammern sage ich jetzt, in Klammern darf man ja gar nicht setzen. Guckt einfach im allerschlimmsten Notfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die paar Minuten gucken wollt, in die Beschreibung unter dem Video. Ich werde das dort dazu Hey, Mirapla entwickelt sich. Wir können noch einen Pokédex-Eintrag lesen. Wir haben noch ein Pokémon, die mir halt diese Folge gemacht. Das ist cool. Sind das jetzt schon drei? Hammer. Glückwunsch, dein Mirapla wurde zu Duflo. Jetzt brauche ich nur noch einen Sonnenstein, damit ich einen Bluebella kriege. Ja, ich möchte einen Bluebella haben. In dem Punkt bin ich mädchenhaft. Ich finde ein Giflor nicht so hübsch. In dem Punkt geht es nach dem Äußeren. Aber wir haben Duflor innerhalb von dieser Folge von welchem Level? 17? Auf Level 21 gekriegt. Das ist schon mal cool. Also von Mirapla zu Duflor haben wir es gekriegt. Das ist cool. Waren wir gut dabei, die Folge. Gut, sie wäre eigentlich jetzt schon vor knapp 2 Minuten zu Ende gewesen. Also so rund. Aber ich habe ja gesagt, es wird jetzt ein bisschen länger, die und nächste Folge. Aufgrund, dass ich halt zurücklaufe. Ich werde eventuell, also das werde ich jetzt spontan ja entscheiden, weil ich ja gleich noch eine Folge aufnehmen werde, nach dieser. Ich werde jetzt spontan entscheiden dann auch dazwischen, ob ich halt zwischen den Folgen dort jetzt rüber renne. Das heißt, diesen Weg einfach außerhalb der Folgen zurücklege schnell. Ohne Schummeln natürlich. Ich werde wirklich hinlaufen. Und nebenbei trainieren, weil ich jedes Pokémon mitnehmen werde. Oder ob ihr halt den Weg auch noch seht. Aber das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ich werde halt jetzt spontan dazwischen entscheiden. Weil ich weiß es echt noch nicht. Weil, wie gesagt, den ganzen Weg möchte ich euch jetzt irgendwo nicht zeigen. Da würde ich die Folge halt jetzt lieber beenden. Aber wobei, soweit ist es gar nicht. Also wenn ihr den Weg nicht sehen wollt, dann könnt ihr jetzt abschalten. Ich weiß nicht, was ich für Themen noch ansprechen werde. Vermutlich gar nicht viel. Ja. Ach ja, ich möchte über meinen Hass-Pokémon reden. Also es ist kein Hass-Pokémon. Ich möchte einfach nur über die rosanen Pokémon reden. Es sind ja nicht keine Hass-Pokémon. Es sind einfach nur rosane Pokémon. Und ich mag kein Rosa. Es geht jetzt einfach schlicht und ergreifend darum. Ich habe erst jetzt vor 3 Tage war das jetzt, glaube ich. Wir haben jetzt den 1. Mai. So, jetzt wisst ihr es, wenn ich aufnehme. Wir haben jetzt den 1. Mai. Beziehungsweise schon den 2. Und genau, wir haben Montag. Ich habe am Samstag mit ihr geredet. Also vorgestern. Habe ich mit einer Freundin geredet. Und sie meinte doch wirklich, ich bin ein total ignorantes Ding, weil ich Mew nicht mag. Ich guckte sie an und habe gesagt, na, wenn Mew Baby, das Shiny Mew dagegen habe ich nichts. Das ist Babyblau. Ich habe nur was dagegen, wenn die Pokémon rosa sind. Da fing sie doch wirklich an, mit mir zu diskutieren, dass die Farbe nicht entscheidend ist für das Pokémon. Und ich ja eiskalt gesagt habe, du ganz ehrlich, es ist auch nicht entscheidend, ob der Pullover rosa ist oder blau, wenn er warm halten soll. Aber ganz ehrlich, ich würde mir lieber den Arsch abfrieren draußen in einem Top oder einem T-Shirt, als ein Schweinchenrosanes oder ein Prinzessinnenrosanen Pulli zu tragen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens, also ich,
ich mag die Farbe halt einfach nicht, okay? Ich bin ein Mädchen, ich bin aber unter hauptsächlich Jungs groß geworden. Ich habe zwei Brüder, ich habe einen Vater, der hat einen Bruder, meine Mutter hat zwei Brüder. Also ganz ehrlich, ich bin unter Jungs groß geworden. Der Großteil meiner Freunde sind Jungs. Ich spiele lieber mit Autos als mit Puppen. Habe ich als Kind gerne gemacht. Also jedenfalls als Kind habe ich das gerne gemacht. So rum. Also bitte verurteilt mich nicht deswegen, nur weil ich rosa nicht mag. Es ist halt nicht meine Farbe. Klar, ich wollte früher zum Fasching auch immer Prinzessin sein. Aber bitte kein rosa Kleid. Gold, Silber, Rot. Aber kein rosa. Mag vielleicht daran liegen, dass ich andauernd zu irgendwelchen Feierlichkeiten rosa Kleider getragen habe. Mein Lieblingskleid, das einzige, was meine Mutter bis heute aufgehoben hat, habe ich herausgefunden, als ich übrigens Sachen für meinen Sohn rausgesucht habe, als er jung war, vor 3 Jahren, jünger war, ist ein weißes, weiß-rotes Kleid. Das einzige Kleid bis zu meinem 6. Lebensjahr, was nicht rosa war. Und ich habe es geliebt und es lebt noch. Es war auch das einzige Kleid, was ich nie dreckig gemacht habe, weswegen es so lange überlebt hat, vermute ich mal. Es ist halt, Leute, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen diese rosa Pokémon. Ich mag Pummeluff. Ich mag auch Pippi. Ich mag, wie ihr gehört habt, gerade auch Mew. Aber ganz ehrlich, Leute, sie sind rosa. Ich werde sie, auch wenn sie noch so die perfekten Pokémon wären, niemals ins Team nehmen. Einfach, weil maximal, um sie zu trainieren. Um sie nicht gerade bei Level 5 wie Pummeluff oder Pippi halt zu entwickeln mit einem Mondstein. Aber ich werde sie niemals im Team behalten, ernsthaft. Maximal wirklich bloß für die Entwicklung. Also, ich möchte da auch wirklich mit Vorurteilen einräumen, weil viele gesagt haben, ja, du magst die Pokémon nicht, weil sie rosa sind. Ich habe nichts gegen die Pokémon. Ich habe ernsthaft nichts gegen die Pokémon. Rosa mag vielen Pokémon sogar stehen. Bestes Beispiel jetzt von den neuen Imantis. Wir haben es ja drüber abgelegt mit Lord Wurzel. Das ist natürlich nicht so toll jetzt gewesen. Mal gucken, wie wir es jetzt beibringen. Ups. Da wird es wohl Magnet lernen. Tut mir leid. Nein, also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt... Oh, er kann schon Stärke. Wir geben es Jungblut. Ja, ich schweige gerade über das. Ich war gerade so außer mich und jetzt bin ich so leise. Es ist jetzt einfach so. Ich mag die Farbe rosa nicht. Ich mag aber die Pokémon. An sich, so vom Grund her. Wenn ihr mir Shinies wie zum Beispiel halt vom Mew ein blaues Mew anbietet, weil es ein Shiny ist, hätte ich das auch im Team. Kein Problem. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich die Pokémon diskriminiere, weil sie rosa sind. Es ist halt einfach, Ich mag nicht dieses typische Mädchen-Klischee erfüllen von ach, guck mal, das ist rosa, das findest du bestimmt süß. Ach, guck mal, rosa, das musst du unbedingt haben. Nee, Leute, ganz ehrlich, ich bin ein Mädchen. Also ich bin eine Frau. Aber ich erfülle keine Standard-Klischees von Frauen. Ich sammle keine Handtaschen, ich sammle keine Schuhe. Ich sammle Regenschirme. Das macht auch keine Frau, sage ich euch gleich. Ich sammle Mangas, ich sammle Spiele, ich sammle Konsolen. Aber keine Handtaschen oder Schuhe. Und in meinem Schrank werdet ihr hauptsächlich rot oder schwarz finden. So, und hier davor beenden wir jetzt trotzdem die Folge, weil wir sind jetzt fast bei 30 Minuten. Himmel, Herrgott. Wenn wir nicht sogar bei 30 sind, ich weiß gar nicht, ob ich pünktlich den Timer gemacht habe. Na gut, ihr Lieben, hier beende ich die Folge. Wir gehen in der nächsten Folge auf Eneko-Suche. Und eventuell Geheim-Power-Einsetzung. Wird sich entscheiden, ob wir Eneko finden. Damit sage ich jetzt Tschüss. Und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Tschüss. Und nehmt mir das mit dem Rosa bitte nicht so übel. Also, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Pokémon. Nur was gegen die Farbe.